Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Comic Place Yakuza Zero. Beim letzten Mal haben wir endlich herausgefunden, wo Visa Makoto? Ich hab den Namen vergessen. Jedenfalls, wo unser Opfer so rumhängt. Und heute, im besten Fall, wenn ich hier fertig werde, aber ich muss erstmal ein bisschen breakdancen, muss ein bisschen energielos werden. Eigentlich muss ich in der Form sein. Das ist die schönste Form, um Gegner wegzukicken. Können wir weitermachen. Sehr schön. Also ich habe, nur um es nochmal gezeigt zu haben, ne, wir sind jetzt, oh, ich habe es noch nicht mal gemacht. Ich glaube, ich habe es mit meinem anderen Spielstand gemacht, das würde mehr Sinn ergeben. Ich habe die Platten etc., die man aus dem CP-Schrein bekommen kann. Daraus habe ich sehr viel Geld für meinen anderen Spielstand geholt, den legendären Spielstand. Weil ich halt eine Menge Geld brauchen werde, ne? Und das war's schon wieder. Aber jetzt sind wir einigermaßen wieder up to date so ein bisschen. Dann können wir auch noch machen. Und das war's dann fürs Erste zumindest. Machen wir einfach weiter. Ich würde so ein bisschen Story erstmal erledigen, weil wenn wir relativ viel Story hinter uns haben, dann gibt es sehr viele Nebengeschichten, die wir starten können. Und fertig machen können. Was ist hier los? Ja. Aaron's on the run. Hey, vorsichtig. Essen eine. Okay, du musst was einkaufen. Lippenbalsam kaufen. Oh, okay. Aber schmerzende Füße. Seit dem ganzen Morgen und rennst trotzdem da rum wie bescheuert. Möglich ist das, möglich ist das. Mein Problem damit ist immer, wenn sowas passiert, ich würde sie dann halt ganz gerne auch in einem Rutsch abschließen, ne? Weil mache ich das nicht, dann vergesse ich sie wahrscheinlich. Und im Video in den Videos als LP ist das noch furchtbarer, wenn ich solche Side-Stories nicht sofort mache. Das heißt, immer wenn ich in so eine reinrutsche, muss ich sie im besten Fall sofort erledigen. Es sei denn, ich sage wirklich, wir machen später und dann denke ich dran. Aber das ist halt so wie das kleine Mädchen. Ich glaube, das habe ich im LP auch gezeigt und dann noch nicht gemacht. Aber wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Ja, du wolltest Lippenbalsam, was geht, Bro? Ey, mit 50 Leuten geredet. Immer größere Schmerzen, huh? Das ist nicht gut. Medizin, ha? Huh? Hier hast du ich glaube, das. Ich weiß nicht, ob es egal ist oder nicht, aber hier. Musst du wieder nachgucken, aber wird schon passen. Ja, du wolltest Lippenbalsam haben. Was verstehst du also nicht daran, wenn wir nach deinen Lippen fragen? Ah, das war für ein Mädchen. Na gut. Aber du machst das die ganze Zeit? Aha. Sie hat mich zuerst mal mit dem Nachnamen genannt und jetzt nennt sie mich Aaron Kuhn. Oh nein. Ernsthaft. Oh?
Ja, aber immerhin gibt's, ich meine, wo die Liebe hinfällt oder so, ne? Das ist alles okay, mehr oder minder. Also eigentlich ist das furchtbar. Stell dich mal vor, ihr verliebt euch in jemanden und dann versuchst du denjenigen zu beeindrucken, indem du nur am Hin- und Herrennen bist für die. Das ist doch nicht gesund. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt irgendwo hier auf der Karte wieder ist. Dann würde ich ihn zumindest suchen. Hier ist, glaube ich, das Mädchen, da ist wieder was. Könnte sogar er sein. Ah, na gut, na gut. Ich höre schon den Aufschrei meiner gequälten Seele. Na, gute Musik, wir müssten jetzt zum Bosskampf machen gehen. Und was treibe ich? Ich laufe hier durch die Gegend, um Side-Stories zu machen. Immer natürlich fairerweise zu sagen, Side-Stories gehören zu Yakuza einfach dazu, wie Butter aufs Brot. Also außer, dass ich keine Butter auf mein Brot mache. Insofern ist der Vergleich mega scheiße. Also in meinem Fall zumindest. Aber, hat er gerade eine Karte? Ja. Ei, Haneda, Typ A. Aber ja, dann wollen wir halt solche Sachen machen, ne? So ein kleines Mädchen. Wir haben es angefangen, ich kann auch weitermachen damit. Wo ist deine Mutter? Verirrt bist du jedenfalls nicht. Nein, warum stehst du dann einfach nur hier dumm rum? Tja. Okay. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das beim letzten Mal auch schon gemacht. Oh, das ist gar nicht Dingens, das ist hier der Waffenladen, ne? Oh, das ist der Waffenladen. Wird es da Aaron Kuhn? Das jedenfalls. Nee, ach so, nee, das hier ist mein Trainer. Das ist Aaron Kuhn. Eine kleine Runde drehen. Vielleicht ist das Mädchen jetzt aktualisiert. Ihr habt es ja beim letzten Mal gesehen, die Side-Stories aktualisieren sich relativ zügig, aber man muss halt ein bisschen weiter weggehen. Aber vielleicht muss ich reingehen. Und wieder raus. Das ist theoretisch eine Ladezone. Könnte auch funktionieren. Wir müssen irgendwann mal hier die ganzen Minispiele spielen. Unter anderem Mahjong. Und ich muss diese UFO-Catcher-Dinger machen. So viel zu tun. Das werden super coole Streams, glaube ich zumindest. Also zumindest für mich. Ich werde Spaß daran haben. Aber es ist so viel zu tun. Oder musste ich eine Puppe für sie angeln und ich. Ah. Ah, entführen. Ernsthaft. Leute, ernsthaft. Da muss ich euch wohl den Grund und Bogen breakdancen. Und mit Bogen meine ich Boden, aber ist egal. Ja, was habe ich dir gesagt, ha? Nein. Niemand nennt uns Abschaum. Ich meine, wir wollten gerade ein Kind entführen, aber. Hat der ein Schwert in der Hand? Und konnte ich euch schon den Breakdance-Move schmackhaft machen, weil das wird eine Menge Gegner. Nicht unbedingt alle, aber es wird eine Menge Gegner einfach zerfetzen. Und ich habe in meinem ersten Spieldurchlauf das komplett ignoriert. Ich fand den so scheiße. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Und was hatte ich davon? Nichts. Gern geschehen, kleines Mädchen. Ah, beim letzten Mal hatte ich gefragt. Nochmal danke für die Antwort. Hier sagt das sogar, er ist 24 in den Events von diesem Spiel, wohl bemerkt, aber. Der ist ja jünger als ich, ey. Die Puppe. Die rote Chestnut the Scribble-Figur. Oh nein. Die kann man nicht kaufen. Und sie hat keinen Papa. Trotzdem kann man sie nicht kaufen. Das haben wir festgestellt im Date beim letzten Mal. Man kann sie nicht kaufen. Das Puppenmädchen. Wenn ich schon mal dabei bin. Aber damit ist die Side-Story vorbei. Wir müssen irgendwann das Freundschaftsevent zwar fertig machen, aber.
da. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Wurde übrigens gesagt, dass es nicht einfacher wurde. Aber ich bin sehr sicher, UFO Catcher wurde später ein bisschen einfacher. Nicht viel zugegeben. Toll, ich hab's direkt schwieriger gemacht. Das finde ich sehr schön. Ja doch. Packe ich drei gleichzeitig. Oder einfach gar nichts. Oh mein Gott, warum müsst ihr so viele in eine Maschine bauen? Nein. Gibt's auf der anderen Maschine noch so ein Chestnut the Squirrel-Ding? Das wäre voll Knorke. Voll Korall und so. Na toll, jetzt habe ich dich umgebracht. Okay, ganz ruhig. Moment. Warum ist da eine von denen? Man kann übrigens mit den Leuten hier reden. Okay, mit den Leuten hier vorne reden. Auch gut. Und die Preise ändern. Was ich sehr interessant finde. Ich hätte, also egal wo, ich hätte nicht die Dreistigkeit hinzugehen und zu sagen, ey, änder mal die Preise. Keine Ahnung, Pupsgesicht oder so. Fällt mir jetzt nicht ein, aber, ne? Und schon haben wir deutlich mehr Chestnuts. Gut so. Das wird immer noch furchtbar, aber ne, jetzt habe ich die Auswahl zwischen zweien und schieß an beiden vorbei, aber das ist nicht. Das, da, ne, darum geht's gerade nicht. Weil in den anderen Dingern gibt's auch noch ein paar Chestnuts. Oh Mann. Ich hätte das nicht anfangen sollen. Ich hätte einfach sagen sollen, nein, Kommi, du machst das jetzt nicht. Die Geschichte ist vorbei. Aber wir waren halt gerade. Wir waren halt gerade in der Nähe. Das ist übrigens eigentlich ganz gut. Jetzt sind sie getrennt und so, aber. Wir waren halt gerade in der Nähe und dann dachte ich, gut, machst du das halt auch noch, ne? Und die andere Nebengeschichte hast du auch angefangen. Ich meine, gut, jetzt ist das Puppenmädchen erstmal zumindest fertig, ne? Bedient, in Anführungszeichen. Jetzt haben wir wieder so ein Freundschaftsding. Wofür das ist, wird man später sehen, aber so ein Freundschaftsding ist gar nicht schlecht. Friss das, UFO Dingenskirchens Kladderaditsch, Stadtstumm. Ich bin weg. Hat immer noch zu lange gedauert, theoretisch, aber gewonnen. Easy. GG, ihr kleines Mädchen. Ich habe eine davon. Gib sie ihr. Bitte sehr. No. Noch nie ein Geschenk von irgendjemandem gekriegt hat, außer der Mama, das ist schon, erzähl das bitte nicht deiner Mama, das ist auch so, ja, ich stand die ganze Zeit vor der Arcade und dann kam ein komischer Mann mit Augen, achso, nee, wir haben gerade keine Augen, mit Sonnenbrille und, der ist dann da rein, also erstmal hat er Leute verprügelt und dann ist er da reingegangen und dann hat er mir das Ding erspielt. Oder zumindest ist er da reingegangen und dann hat er mir die Puppe gegeben und jetzt habe ich die Puppe hier. Da wäre ich so als Mutter so, hast du irgendwie Stranger Danger vergessen? War hier nicht vorhin auch ein Auto? Achso, über die Brücke muss ich gehen. Über eine Brücke muss ich gehen. Dann werde ich sehen, dass Aaron Kuhn da hinten steht. Nehme ich an. Wenn ich schon dabei bin, retten wir jemanden mit den Breakdance-Künsten, die diese Welt nochmal irgendwann verändern werden. Auf die positive Art und Weise, nehme ich an. Oder auch nicht. Ich hatte übrigens erst nicht verstanden, warum mal meine Kommentare geschrieben wurde, Men in Black sind in Yakuza. Aber ja, die MIB ist auch hier. Auch die erfreut sich an Breakdance-Künsten. Aber nicht so sehr, weil sie halt verprügelt wird. Und ja, wer mag das schon?
Also ich finde es gut, dass ich Leute verprügeln kann, aber die mögen es wahrscheinlich nicht, dass ich sie verprügle. Ist aber alles immer eine Frage der Perspektive, nicht wahr? So. Kannst du nicht mehr? Was ist los? Ah, oh, deine Schuhe sind kaputt gegangen. Okay. Darf ich die Karte? Danke. Don Quixote, ich brauche neue Schuhe. Weil ich so ein netter Kerl bin. Würde, glaube ich, heutzutage auch keiner unbedingt machen. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was. Ist das ein Bettkostüm? Kann man ein Bettkostüm kaufen? Oh mein Gott. Das. Ich bin komplett. Du bist aber auch eingepfercht in einem Ding, wo ich dich nicht gesehen habe. Faszinierend. Wir brauchen Sneaker. Batterien brauchen wir gerade nicht. Glaube ich zumindest. Ich meine. Keine Ahnung wofür. Magneten können wir mitnehmen. Krieg ich nicht mehr. Oh mein Gott. Ich meine, vielleicht brauchen wir. Vielleicht brauchen wir mehr als einen Sneaker. Ich weiß es nicht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das passt. Ich habe jetzt extra ein paar mitgekauft, weil es hieß, wir brauchen irgendwann mal alle Ausrüstungsgegenstände. Ich weiß nicht, ob die überhaupt dazugehören. Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht so, wie es aussieht. Aber es ist egal. Dann nehmen wir das hier. Ich meine, das ist jetzt quasi so, als hätte ich nochmal manchmal geupgradet, bevor wir endlich gleich irgendwann mal den Bosskampf machen. Gibt's die Aaron Kuhn hier bitte sehr. Ich bin halt ein guter Mann. Ein guter Majima sozusagen. Ist auf jeden Fall sehr neu. Interessant, dass er seine Größe kannte, wenn ich so drüber nachdenke, ne? Was im Rennteam. Das macht zumindest einen starken Renner aus hier, nehme ich an. Das ist immer noch eine furchtbare Nebengeschichte. Wenn er so weitermacht, tut er sich nochmal weh. Naja, gut. Das ist dann halt so, ne? Und da ist er wieder aufgetaucht. Ich sag ja, total faszinierend. Hi. Willst du es nicht verstehen, ne? Ich soll ihr das bringen? Dann machen wir mal diese Lieferung. Um sie dann in den Boden zu breakdancen. Würde ich gerne sagen, aber das macht. Also man kämpft in diesem Spiel nicht einmal gegen Frauen. Was in gewisser Weise sehr sexistisch ist, wenn man darüber nachdenken will, aber das ist wieder so, ja, egal. Ich bin Aaron Coons Aaron Boy. Super. Da oben. Ja, ernste Musik, 20 Minuten im Video. Was habe ich vorzuweisen? Eine Nebengeschichte fertig. Ein bisschen aufgelevelt. Ein UFO-Catcher-Ding. Ich sage, also. Ich muss mir irgendwas noch einfallen. Das haben wir gesagt, große Teile von dem, was wir später machen können. Fischen, die ganzen Minispiele, CP sammeln. Das wird später alles ein Stream. Ja.
Aber den werden wir verprügeln können, ne? Ja, oh Gott. Also sie macht alles für den und er findet das auch noch gut, dass sie Aaron Kuhn da durch die Gegend jagt. Jesus, ey. Darf ich ihn jetzt verprügeln? Komm schon. Hat sie mich gerade ein Strichmännchen genannt? Du Strichmännchen. Aber sehr schön, wenn du gewinnst, dann renne ich komplett nackt seine Erledigung mit einem Tattoo auf dem Hintern. Ja, aber ja. Das Schöne ist, selbst wenn er mir ausweicht, sobald ich in diesem Modus bin, hat er verkackt. Und man kommt da so schnell in diesen Modus wieder rein. Oh ja. Breakdancen. Soll ich sagen, kann ich nicht, aber wäre ziemlich tödlich, wie es aussieht. Da mag jemand wieder das Treppenhaus sehr gerne. Deswegen springt er da drin rum. Ist unfassbar, wie laut manche Leute ein Treppenhaus runterlaufen können hier. Yep. Hier die Wahrheit. Also, selbst wenn das Lügen besser ist, ich kann ihm nur die Wahrheit sagen. Ah. Ja, es geht alles um den Respekt, Leute. Und so, das ist hier die Message, die ich euch geben kann. Das war Aaron's on the Run, Substory 63. Kann mich nicht dran erinnern, dass ich jemals großartig viel mit ihm gemacht habe, aber ich meine, ja. Hi. Brötchen, ich meine, gibt Schlimmeres als ein Brötchen zu bekommen. Und vor allem ein gedämpftes Brötchen. Also kann ich so stehen lassen, finde ich in Ordnung. Jetzt aber, jetzt machen wir hier den Deckel drauf. Es sei denn, ich werde von einer anderen Nebengeschichte überrascht. Das wäre unpraktisch in gewisser Weise. Aber erstmal eine Cocoa Aisu Katte. Für mehr CP. Ja, wir kommen dazu, dass wir irgendwann noch CP einsetzen müssen oder werden. Nicht müssen, werden. Makoto Makimura ist hier drin. Ihn platt machen, zurück in die Familie. Yeah. Ready to bust in? Na klar. Here we go! Ein Mord bitte zum Mitnehmen. Makimura! Dokoya!
誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから、避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい。すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほな、まだな。やっぱり。やっぱり。タイマー！違う、言うとやろうが。ああ、ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当辛かったんじゃないですか。あ、ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。
俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私お客さんから仕事のこととか町のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ふん。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は可愛らしいです。なんやその見た目はっちゅうのは、まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。 そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。その女や暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいつも悲鳴を上げてますよ。いやそういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅうんはラジオのええところやな。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと
私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく、何してんねん、俺は。あれ？店長？え？いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先週か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅんも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこうか思ってな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早こうてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくり、このお客はんのツボ、チェックせなあかんからな。じゃあ、行ってきます。おう。気をつけてな。ふん。早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、マトの店で気抜いとるようなドシロの殺し相手なら
なおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。なら、ゴッドハンドの大サービスや。行くでー！おう！うや！Massiver Mann. Er hat zwar einen Namen, aber Massiver Mann geht. Oh, das geht auch. Aber ja, man hätte fast denken können, dass wir nicht mehr kämpfen werden. Aber wir kämpfen. Natürlich kämpfen wir. Habt ihr jemals ein Yakuza-Kapitel gesehen, wo wir nicht kämpfen? Ich auch nicht. Insofern, ne? Kämpfen wir eine Runde. Ich mag meinen Arm. Ich mag meinen Arm. Lass meinen Arm. Ich mag meinen Arm genau da, wo er ist. Und in so vielen Stücken, wie er ist. Habe ich schon gesagt, dass Breaker... ne? No hit. Yeah. Ciao. ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もんや、お前。こっちのセリフや。なよっ。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え？リーやと？何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。マコト、ええから逃げろ。なんなの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい、ああ、何何何何何何何。おら、さっさと連れてけ。なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ、何もんやねん。あの女、俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねや。そらこっちのセリフや、ボケ。前あんたも死んどき。逃がしたってくれ。な、何やと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。
余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。Zeit für mehr Breakdance. Jetzt haben wir Yakuzas hier, die aus irgendeinem Grund Makoto tatsächlich entführt haben. Die, die wir eigentlich umbringen sollten, theoretisch. Obwohl wir ja dachten, das wäre er, aber ist ja egal. Hey, 3 Millionen und ein paar Füße hier für OnlyFans. Haha. Bin so ein guter Kerl. Da läuft die Boyband. Yay! Sah schon putzig aus. Lee ist übrigens, soweit ich mich erinnern kann, nicht tot. Ne? Also. Noch ist keiner hier gestorben, offiziell. Verprügelt eine Menge, aber gestorben keiner. こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそー、この辺ぶっ殺したれ。Wir hatten auch noch genug Zeit, um uns wieder unsere Jacke anzuziehen. Das ist auch sehr wichtig. Ich sehe den Kerl nicht, aber er ist tot. Und ja, er versucht, zu da ins Auto zu ziehen. Das haben wir gleich. Einmal hier wie so ein Bohrer durch. Ist wunderschön. Okay. Wenn wir entdeckt werden, müssen wir kämpfen und Makoto beschützen. Wir können uns in Gruppen einblenden, so ähnlich wie Assassin's Creed, wenn man so will. Wenn sie ihre gesamte Energie verliert, ist Game Over. Das wäre schlecht. Wir nehmen uns also das Mädchen und rennen. Ja, das ist so eine Gruppe, wo wir sagen können, hier, wir verstecken uns, weil da drüben stehen ein paar Yakuza. Jetzt drehen sie um, können wir also weiterlaufen. Im besten Fall. Es dauert allerdings, bis man aus dem Versteck raus ist, das darf man auch nicht vergessen. Deswegen können wir aber glücklicherweise diese Gasse hier hinten. Oh, Telefonkarte. Ich weiß nicht, ob ich sie einsammeln könnte in dem Moment, also lasse ich es einfach mal. Aber da war eine Telefonkarte. Wird ein bisschen durch die Gegend geschliffen. Ja, da geht meine Tür. Wie immer. So. Wichtig, wichtig. Also für mich zumindest. Also wo wir hin müssen, hätte ich vielleicht auch mal vorher zeigen können. Wir müssen den ganzen Weg bis nach da oben kommen. Im besten Fall ohne gesehen zu werden.
Im schlimmsten Fall halt mit ein paar Kämpfen. Man könnte jetzt meinen, dass es hier tatsächlich wichtig wäre, also trophäentechnisch, ne, wenn man mal wieder so auf diese Ebene geht, dass man vielleicht nicht entdeckt werden darf, aber nein, tatsächlich nicht. Sneaky Sneak. Ah, ja, ja. Fuck-Stil. Der Schlägerstil regelt alles. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, warum er diesen einen Typen da so erledigen will, muss, wie auch immer. Aber er macht's halt. Ja, komm, dreh dich auch um, danke sehr. Könnte trotzdem knapp werden. Lauf. Sehr knapp. Jetzt warte ich eine Runde ab. Ich wäre gerne in die Seitengasse da gegangen, aber die stehen ja einfach da blöde rum. Wenn wir mal ein bisschen schneller gewesen wären, also mit dem Exit-Knopf, wäre ich vielleicht sofort weitergelaufen. So, nein. Okay, weiter geht's. Obwohl das auch immer noch sehr knapp wird. Lauf, 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 lauf. Ich meine, ich gebe jetzt einfach mal aus Spaß mein Bestes. Mal gucken, wie weit wir damit kommen, nicht entdeckt zu werden. Aber ja, schon nicht ganz so einfach. Ja, Kamera. Oh mein Gott. Kommen da von unten einfach welche? Bullshit. Jetzt muss ich schon wieder auf zwei Parteien warten hier. Ich glaube, die da hinten können uns nicht sehen. So würde ich zumindest den Kreis deuten, aber... Man. Dass wir auch noch durch den gesamten Park laufen müssen, ist schon krass. Und selbst da wird das wieder so eine knappe Geschichte, ne? Die müssen jetzt an mir vorbeilaufen, ich muss komplett nach da unten durch. Schwierig, aber sie laufen ja immerhin komplett bis nach oben durch. Schon Schuss gehabt, dass das so früh gerückt war, aber... Lauf... Aber nur in die Gruppe hier rein, sonst werde ich direkt wieder gehäutet oder sowas. Das wollen wir ja nicht. Wir nähern uns, ne? Wir müssen noch einmal durch diesen Park und nach da oben. Ne? Wir nähern uns. Sehr langsam. Außerdem gefällt mir deren Rhythmus nicht. Ich warte noch mal auf die anderen Typen. Also gefällt mir gerade echt nicht deren Rhythmus. Wenn die jetzt weggehen, gerade kommen die anderen da wieder runter, wobei die jetzt einen Ticken schneller unten sind. Also wenn die von da oben aufhören runterzulaufen, probiere ich da hinzukommen. Hoffentlich. Wird schon klappen. Ich habe eine arme Frau entführt. Mittendrin. Jetzt läuft sie weg. Ich hänge an einer Ecke fest. Oh nein. Ich
Vielleicht habe ich sie jetzt aber so lange blockiert, dass es jetzt besser reinpasst. Jetzt stehen sie irgendwie in der Mitte. Bin mir nicht sicher, was ich jetzt mit den anderen. Ja, das passt doch viel besser. Das war es wert. Ja, ich bin ja Yakuza. Ja, ich habe ein furchtbares Gesichtsmodell, wenn man so genau drauf achtet. Uff. Das war so ein Gesicht, was nur eine Yakuza-Mama lieb haben kann, aber sowas muss es halt auch mal geben, ne? Kann ja nicht jeder ein Goro sein. So. Okay. Einmal quer durch den Park. Den kennen wir ja jetzt. Wir haben hier genügend Chore Pipi gemacht. Müssen wir noch weit? Nein. Oh nein. Hoffentlich ist es wieder X-Viereck, das kann ich. Aber wer weiß das schon so genau. Nein, das ist Kreis. Das ist Kreis-Dreieck. Das ist nicht viel besser. Ich meine, es ist auch nicht viel schlimmer, aber... Hätte ich auch darauf verzichten können. Und wir sind durch. Trotzdem lieber hier lang. Aber die selbst erstellte Challenge geschafft, obwohl wir hier dann trotzdem einfach umringt werden, weil warum auch nicht. Warum wir nicht einfach mich in Ruhe lassen können und ich noch ein paar Kämpfe machen muss. Wäre zu einfach, wenn wir jetzt einfach sagen könnten, nö, passt schon. Muss halt nur mal zwischendrin einmal kurz zu Makoto rüber switchen hier. Aber kein Thema. Breakers, die regelt halt, ganz einfach. Oh mein Gott. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass da noch mehr kommt. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir nochmal... Ja, okay, gut. Über die Brücke. Über eine Brücke muss ich gehen. Das kriegen wir vielleicht noch gerade so hin. Finde ich nicht gut. Aber ist so. Dann lass uns laufen. Ja, hallo? Ah, dammit. Da war noch gerade... Ja, dann halt nicht. Vorhin funktionierte das diesmal nicht. Ja, ist egal. Dann verprügle ich halt nochmal Leute auf der Brücke. Soll mir egal sein. Ich meine, ist technisch gesehen wahrscheinlich sowieso die schnellere Variante. Davon mal ab. Ah, ah. Oh, what the fuck? What? Ich stand direkt daneben, was zum Geier? Was? Hat man das auch mal gesehen? Finde ich gerade nicht fair, aber ist okay. Also. Als ich genau da stand, hatte sie noch. Naja, nicht voll Energie. Ach so, weil die so viel abziehen, verstehe. Ja, na gut.
Ich meine, bin ich immer noch nicht glücklich drüber, aber wenn sie halt genau diesen Energiebalken da abziehen, den sie noch hatte, verstehe ich den gemachten Schaden zumindest. Oh, Moment, ich hätte jetzt aber da lang gemacht. Oh mein Gott. Selbst erstellte Challenge gescheitert, aber sehr, sehr schön. Oh man. Naja. Kann ich ja direkt froh sein, dass es keine Trophäen dafür gibt, ne? Beziehungsweise ich müsste sie in meinem anderen Spieldurchlauf dann nochmal machen und das wird dann auch nicht viel besser. Na, vielleicht ein bisschen. Und schon sind wir eine Ebene weiter. Wow. Einmal quer durch die Stadt. Und in dem Moment merkt man halt, so eine offene Welt muss nicht groß sein. Man braucht nur ein blindes Mädchen an der Hand. Dann dauert das alles ein bisschen länger und dann ist gut. マコトちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前はここでじっとしとけ。はい。マコトちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。 Ich meine, soll er ruhig versuchen. Wenn eins funktioniert, dann ist es mit dem Breaker-Stil einfach Bosse platt machen. Das ist mein Gegner. Ich habe meinen Gegner verloren. In meinem Breakers hier habe ich den Boss verloren. Upsi. Ich meine, ja, wenn ich getroffen werde, ist nicht gut, aber ich muss halt erstmal getroffen werden, ne? Und das fällt den meisten Gegnern schon schwer. Das ist dann meine Lücke. お前ら何もいや。なんであの女狙うとる。お前そんなことも知らんと、あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。 ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か？
大丈夫や。もう大丈夫や。店長は。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。どうしてこんなことに。Und das war Kapitel 4. Und nochmal 3 Millionen Yen. Ich bin 16 Mal das monatliche Gehalt eines Politikers wert. Nice. Mittlerweile wäre es wahrscheinlich eine Beleidigung. Aber ist eine gute Sache. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In gewisser Weise bin ich glücklich, dass wir den Fail gesehen haben. Das ist immer ganz nett. Auch wenn ich das ein bisschen unfair fand, aber egal. Und das erwartet euch beim nächsten Mal. その濡れ衣を着せられた堂島組若衆、桐生一馬は育ての親でもある若頭の風間を守るべく、決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐、久世健能会会長、久世大作。その最終的な狙いは、殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡む神室町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。橘不動産社長、橘鉄。その背後に隠された風間の意志が、桐生の運命を大きく変えようとしていた。Das in Kapitel 5. Ein ehrliches Leben. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal durchkämmen wir Kamurocho und Sottembori zusammen an einem wunderschönen Sonntag. Aber bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Freut mich, dass ihr zugesehen habt. Vergesst das Abonnieren nicht, liken und kommentieren. Wir sehen uns an einem anderen Sonntag wieder.